Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute möchte ich zwei Uhren vergleichen, die auf den ersten Blick sehr, sehr ähnlich aussehen. Die sind 103 STSA und die Guinan Duograph Chrono Classic. Natürlich haben die Uhren Gene, die auf eine gemeinsame Herkunft deuten. Ihr wisst, wovon ich spreche. Helmut Zinn war in beiden Firmen, in beiden Uhren involviert. Und wenn man die beiden Uhren nebeneinander legt, sieht man natürlich eine ganze Menge Ähnlichkeiten. Und trotzdem sind die Uhren für mich grundverschieden und ich trage sie aus unterschiedlichen Gründen gerne. Und eine etwas lieber als die andere. Und darauf möchte ich in diesem Video eingehen, wo für mich die Unterschiede liegen bei Uhren, die so ähnlich aussehen. Zwei Uhren, so ähnlich und doch so unterschiedlich. Rechts die Sinn 103 STSA, die erste hochwertige Uhr, die ich mir selber gekauft habe, und auf der linken Seite die Guinan Duograph Chrono Classic, eine der letzten Uhren, die ich mir gekauft habe. Auf den ersten Blick wirklich sehr, sehr ähnliche Uhren und dennoch gibt es große Unterschiede im Detail und insbesondere auch in meiner persönlichen Präferenz, was das Tragen der Uhren betrifft. In diesem Video soll es genau um diese Themen gehen. Zunächst einmal die Maße und dann werdet ihr sehen, wie ähnlich euch die Uhren von den Maßen doch sind. Wir haben, und jetzt muss ich das mal gerade vertauschen, weil mein Notizzettel andersrum organisiert ist. Wir haben auf der linken Seite die Sinn 103 STSA mit 41 mm im Durchmesser, 20 mm Bandanstoßbreite und einem Horn-zu-Horn-Abstand von 47,2 mm. Der Guinan Duograph hat ganz ähnliche Maße mit 40,6 mm im Durchmesser, 20 mm Bandanstoßbreite und einem Horn-zu-Horn-Abstand von 48,4. Also in diesem Punkt ist die Guinan tatsächlich etwas größer. Beide Uhren sind bis 200 Meter wasserdicht und haben ein Gewicht, was auch durchaus vergleichbar ist. Ohne Band wiegen beide Uhren unter 90 Gramm. Die Sinn wiegt 88 Gramm und die Guinan 85 Gramm. Beim Werk sind die Uhren auch vergleichbar. Ich habe hier noch eine ältere Version der Sinn mit dem ETA Valjoo 7750 und bei der Guinan ist ein Sedita-Werk verbaut. Wie gesagt, beide Uhren absolut vergleichbar und für mich auch qualitativ auf einem Level. Wo es allerdings einen großen Unterschied gibt, das ist bei der Dicke der Uhr und das kann ich euch auch einmal zeigen. Die Guinan ist lediglich 15,2 mm hoch, während die Sinn mit 17 mm dadurch deutlich mehr auf den Arm bringt. Und ich glaube, das liegt maßgeblich daran, dass die Guinan sowohl oben als auch auf der Rückseite nahezu plane Saphirgläser verbaut hat, wohingegen die Sinn auf der Vorder- als auch auf der Rückseite ein gewölbtes Saphirglas hat. Man kann es auch sehen, wenn man die Uhr hinlegt, die bewegt sich etwas über das Saphirglas und bei der Guinan liegt die Uhr deutlich stabiler. Die aktuellen Preise dieser beiden Uhren, hier zeigt sich doch schon ein Unterschied von mehr als 10%. Die Sinn kostet aktuell laut Liste, allerdings mit einem etwas anderen Werk, 2190 Euro und die auf 50 Stück limitierte Guinan kostet 1850 Euro. Bei beiden Uhren haben wir ein Saphirglas verbaut, welches selbstverständlich entspiegelt ist auf der Vorderseite und auf der Rückseite ist ebenfalls ein Saphirglas verbaut.
Die Lünette bei der 103 ist eine Countdown-Lünette, was ich manchmal wirklich sehr praktisch finde. Die Ignor hat eine Lünette, die die Zeit hochzählt. Auch das nutze ich gerne. Die Sinn hat eine in beide Seiten drehbare Lünette mit 60 Klicks. Die Ginor hat eine in beide Seiten drehbare Lünette, die nur durch Reibung in Position gehalten wird, was aber gut funktioniert und die Lünette sehr genau einstellen lässt. Im Punkto Design haben wir hier den ersten großen Unterschied. Die Sinn hat einen glänzenden Metallring um die Lünette sowohl auf der Innenseite als auch auf der Außenseite, was der Uhr ein kleines bisschen einen glitzernden, funkelnden Effekt verleiht. Das Lünetteninlay ist aus Aluminium und das Dreieck an der Spitze leuchtet. Die Lünette der Ginon ist schwarz beschichtet, hat nicht ganz die Griffigkeit und Rivelung, die die Sinn auf der Lünette hat, aber die Lünette ist auch mit Handschuhen ausreichend gut bedienbar und die schwarze Beschichtung hat bei mir völlig problemlos gehalten und ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass nichts passiert. Wir haben ein unterschiedliches Werk und damit auch ein unterschiedliches Ziffernblatt-Layout. Bei der Sinn haben wir das klassische Layout der Valjoux 7750 mit den Subdials auf 6, 9, 12 Uhr und dem Datum auf der 3 Uhr Position. Sehr bekannt, nicht schlecht, aber auch nicht besonders außergewöhnlich. Die Ginon ist ein Duograph ohne die fortlaufende Sekunde, die wir bei der Sinn auf der 9 Uhr Position haben. Wir haben also nur zwei Zeiger, Stunde, Minute, sowie die Stoppzeitanzeige und ein in meinen Augen sehr schön harmonisches und ausbalanciertes Ziffernblatt mit den Subdials auf 6 und 12, dem Logo auf 9 und Daydate auf 3 Uhr, was der Uhr in meinen Augen ein wunderschön ausbalanciertes Ziffernblatt gibt. Am Ende ist es eine Frage des persönlichen Geschmacks, welches man bevorzugt. Dieses Layout sieht man deutlich häufiger und hier fehlt die fortlaufende kleine Sekunde. Man muss für sich entscheiden, was einem lieber ist. Beide Gehäuse sind poliert, was beiden Uhren in meinen Augen wirklich gut steht. Und wenn ich die beiden Uhren einmal gegeneinander lege, ich hoffe, man kann das einigermaßen im Video sehen, ohne dass ich die Uhren jetzt verkratze. Meine Sinn ist mittlerweile über 10 Jahre alt und die Ginon ist noch keine 10 Monate alt. Und beide Uhren sind in einem guten Zustand, insofern habe ich da keinerlei Bedenken bei der polierten Uhr. Einen Unterschied in der Formgestaltung sieht man beim Horn. Das Horn der Sinn ist doch etwas eckiger, kantiger, geometrischer und läuft gegen Ende schmal aus. Das Horn der Ginon ist da etwas anders geformt, ein klein wenig dicker gegen Ende und auch insgesamt etwas dicker. Beide Formen finde ich ansprechend. Ich habe hier keine persönliche Präferenz. Aber die Uhren sehen, was das betrifft, von der Seite unterschiedlich aus. Die Sinn hat ebenso wie die Ginon eine verschraubte Krone, allerdings auch verschraubte Drücker und einen Kronenschutz. Die verschraubten Drücker machen die Drücker natürlich sehr sicher. Man kann nicht aus Versehen an die Drücker kommen und sie betätigen, allerdings kann man sie auch nicht spontan betätigen. Bei der Ginon ist das Ganze ein klein wenig mehr auf Vintage, also eine Krone ohne Kronenschutz, gefällt mir optisch in der Tat wirklich gut. Die Drücker haben einen seitlichen Schutz, also man kann sie
nicht so leicht verbiegen, aber sie sind nicht verschraubt. Das heißt, die Drücker können auch spontan, schnell und einfach betätigt werden. Was mir auch aufgefallen ist, und das ist etwas, was ich sehr überraschend finde, die Guinan wirkt mit der schwarzen Lünette und den doch etwas breiteren Hörnern insgesamt auf den ersten Blick ein klein wenig maskuliner, ein klein wenig sportlicher, hat aber die deutlich feineren Zeiger. Wenn ich mir die Sinn dagegen halte, sind die Zeiger etwas kürzer, dafür aber breiter. Ich kann mir nicht wirklich gut vorstellen, wie es aussehe, wenn man die Zeiger wechseln würde, aber das ist ein Unterschied, der mir sofort aufgefallen ist, und beide Zeiger sind extrem gut ablesbar, beide Zeiger sind auch in der Nacht sehr gut ablesbar. Ich bin hin und her gerissen, welche mir besser gefallen. Ich finde, beide passen zu beiden Uhren sehr gut. Ebenfalls ist mir aufgefallen, und da muss ich mal schauen, wie das ins Bild passt, das Datum bei der Sinn scheint etwas tiefer unter dem Ziffernblatt zu liegen als bei der Guinan. Bei der Guinan sieht es so aus, als wäre der Spalt zwischen Ziffernblatt und Datum ein klein wenig geringer. Gehen wir nochmal auf andere Stilelemente ein. Die Sinn wirkt durch die glänzende Lünetteneinlage und die etwas feineren Hörner insgesamt vielleicht etwas dressiger, wobei man das bei einer Sportuhr nicht unbedingt so sagen kann. Die Ziffern auf dem Ziffernblatt hingegen sind serifenlose Ziffern, die sehr gerade und sportlich wirken. Also einen gewissen Kontrast zu dem insgesamt doch etwas auffälligen und glitzernden Erscheinungsbild bieten. Bei der Guinan ist es gerade andersrum. Die Uhr ist eher etwas sportlich gehalten mit den breiteren Hörnern, der tiefschwarzen Lünette. Und die Ziffern auf dem Blatt sind Serifenziffern, die einen klassischeren Look erzeugen und vielleicht etwas im Kontrast zu den insgesamt etwas maskulineren Erscheinungen stehen. Lassen wir noch auf ein Element eingehen, was ich sehr interessant finde, und mal schauen, wie ich das ins Video einfangen kann. Der innere Ring, der Seitenring, die Reo bei der Sinn ist etwas steiler, hat also keinen abfallenden Winkel zum Ziffernblatt hin, was für mich nach meiner Wahrnehmung den Abstand zwischen Ziffernblatt und Glas vergrößert. Bei der Guinan hat dieser Abstandsring einen gewissen Winkel, ist also auch deutlich sichtbarer, auch von oben deutlich sichtbarer, was nicht nur ein zusätzliches Stilelement erzeugt, sondern auch dafür sorgt, dass nach meiner Wahrnehmung der Abstand zwischen Ziffernblatt und Glas nicht so groß ist und das Ziffernblatt insgesamt etwas kleiner erscheint. Wenn man bedenkt, dass zwischen beiden Uhren gerade mal 0,4 mm Differenz im Durchmesser liegen, erscheint die Guinan doch ein kleines bisschen kleiner als die Sinn. Jetzt möchte ich euch die Uhr aber gerne nochmal am Handgelenk zeigen. Aktuell habe ich die Larco Frankfurt GMT am Arm. Und jetzt kommt erstmal die Guinan an den Arm. Und wie ihr sehen könnt, sitzt sie gut und auch nicht zu hoch am Arm. Von der Größe her für mich ideal. Und auch das etwas kleiner erscheinende Ziffernblatt gefällt mir wirklich gut. Die Sinn ist seit vielen Jahren in meinem Besitz, was also schon mal deutlich zeigt, dass ich sie mag. Aber man kann deutlich sehen, sie sitzt wirklich höher am Arm, passt natürlich auch gut an meinen Arm, wirkt aber auch am Arm etwas größer als die Guinan. Jetzt wollen wir noch mal kurz gucken, wie die Uhren bei Nacht aussehen. Das
erste Videolicht machen wir aus. Das zweite Videolicht machen wir aus. Und auf der linken Seite mit den etwas breiteren Zeigern die Sinn. Und auf der rechten Seite mit etwas schmaleren Zeigern die Genau. Wie gesagt, beide Uhren gut ablesbar, die ganze Nacht ablesbar. Und auch hier kann ich nicht wirklich eine Präferenz nennen. Beide Uhren sind toll, beide Uhren haben ihre Berechtigung und beide Uhren sind so gestaltet, dass ich keine Lesebrille brauche. Ja, jetzt mein Fazit. Welche Uhr gefällt mir besser? Es ist, also ganz klar ist, beide Uhren sind ganz, ganz nah beisammen. Da muss man sich, glaube ich, gar nicht groß für anstrengen, um das zu sagen. Was mir bei der Sinn nicht hundertprozentig gefällt, was ich aber gerne bereit bin nachzusehen, die Uhr ist etwas kopflastig, insbesondere am Lederband, welches ich jetzt für einen optischen Vergleich montiert habe. Durch den abgerundeten Glasboden auf der Rückseite liegt die Uhr zwar angenehm auf dem Arm und kann sich etwas im Arm verstecken, allerdings ist sie dadurch auch etwas beweglicher und neigt etwas zur Kopflastigkeit, was eine Tatsache ist, an die ich mich relativ schnell gewöhne, aber jedes Mal neu merke, wenn ich die Uhr anziehe. Bei der Genau ist es nicht so. Dadurch, dass die Uhr flach ist, neigt sie nicht so zur Kopflastigkeit, liegt stabiler auf dem Arm und durch ihre insgesamt geringere Bauhöhe muss sie sich auch nicht im Arm verstecken, wirkt auch so flacher als die Sinn. Ich weiß, der Vergleich ist jetzt nicht fair, weil ich die Sinn bereits 10 oder 12 Jahre habe und die Genau ganz neu ist und neue Sachen in aller Regel etwas höher im Kurs stehen. Aber ich glaube, dass ich die Genau lieber am Arm habe als die Sinn, weil sie nicht so kopflastig ist. Nichtsdestotrotz ist die Sinn eine Uhr, die ich auch mal zu einem Familienfest und vielleicht sogar zum Anzug anziehen würde, was ich bei der Genau wahrscheinlich nicht machen würde. Das heißt, bequemer finde ich die Genau, universeller vielleicht die Sinn.